Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Willkommen, liebe Gemeinde, zu diesem Gottesdienst. Ich wünsche euch von Herzen ein gutes neues Jahr und Gottes Segen. Es freut mich sehr, zum ersten Mal hier als gewählter Pfarrer zu euch zu predigen. Ich übergebe jetzt das Wort an Christian Pieren. Guten Morgen miteinander. Es ist für mich eine große Ehre, heute Morgen im Namen des Kirchgemeinderates Pfarrer Tim Henny zu begrüßen und ihn ganz herzlich in unserer Kirchgemeinde willkommen zu heißen. Pfarrer Tim Henny übernimmt die Pfarrstelle von Roland Drachsel. Er wurde Ende Jahr pensioniert. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass Pfarrer Henny unserer Kirchgemeinde dienen will. Wir wünschen ihm alles Gute, eine wohlwollende Kirchgemeinde, viele gute Kontakte zu der Adelbodner Bevölkerung. Auch der Kirchgemeinderat ist sehr bestrebt für eine gute Zusammenarbeit mit ihm. Möge der Herr Jesus Christus ihn auf seinem Weg begleiten und ihm Kraft und Gesundheit schenken. Im Namen des Kirchgemeinderates. Vielen herzlichen Dank, Christian. Danke vielmal. Ich bete. Vater im Himmel, allmächtiger Gott, du allein bist der einzig wahre und lebendige Gott und dein Name ist heilig. Wir haben uns heute hier versammelt, um dich anzubeten, dir alle Ehre zu geben und um auf dein Wort zu hören. Öffne du unsere Augen, Ohren und Herzen für das, was du uns sagen und in uns bewirken möchtest. Hilf du, unsere zerstreuten Gedanken zu sammeln. Wir können es nicht allein. In uns ist es finster, aber bei dir ist Licht. Wir sind kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. Wir sind unruhig, aber bei dir ist Frieden. In uns ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. Wir verstehen deine Wege nicht, aber du weißt den rechten Weg für uns. Amen. Wir singen zusammen das Lied 8 im Gesangbuch Ich lobe meinen Gott, Deutsch und Französisch. Das Lied 8, Ich lobe meinen Gott, Deutsch und Französisch. Thank you.
Wow, das tönt ja wunderschön, wenn so eine volle Kirche zusammen singt. Sehr, sehr schön. Wir lesen jetzt zusammen den Psalm 8 im Gesangbuch im Wechsel. Ihr findet den Psalm unter der Nummer 108. Den Psalm 8 unter der Nummer 108 im Gesangbuch. Wir machen es so, Römisch 1 sind diejenigen hier auf der Turmseite und Römisch 2 sind diejenigen hier auf der Kanzelseite. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Wir singen jetzt zusammen das Lied unter der Nummer 55, die Strophen 1 bis 4. Singt, singt dem Herrn neue Lieder. Das Lied 55. Thank you.
Ich lese aus der Heiligen Schrift, aus Jesaja Kapitel 60, Verse 1 bis 6. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher. Diese sind alle versammelt, kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm hergetragen werden. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Eva. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Das Wort Gottes. Vor der Predigt singen wir das Lied 162, Strophen 1, 2, 4 und 5. Gott ist gegenwärtig. Lied 162, Strophen 1, 2, 4 und 5.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die neue Jahreslosung steht im ersten Buch Mose, Kapitel 16, Vers 13. Du bist ein Gott, der mich sieht. Diese Aussage stammt von Hagar, einer Nebenfrau von Abram. Da Sarai nicht schwanger werden konnte, schlug sie vor, dass Abram Hagar zur Nebenfrau nimmt und diese ihm einen Nachkommen gebiert. Wenig überraschend ging das aber nicht lange gut mit zwei Frauen und Hagar wurde, nachdem sie Sarai gering geachtet hat, von ihrer Herrin gedemütigt und floh in die Wüste. Hier begegnete ihr, ähnlich wie Mose in der Wüste, der Engel des Herrn. Dieser verspricht Hagar, Hagar, ihr Name bedeutet übrigens die Fremde. Dieser Herr verspricht ihr eine große Nachkommenschaft und spricht zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Hagar nannte darauf den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wir merken uns diese Jahreslosung und schauen nach vorn. Am kommenden Freitag ist Dreikönigsfest. Wir alle kennen die Geschichte von den drei Weisen aus dem Morgenland, also aus dem Osten, die den Stern am Himmel sehen, der sie nach Bethlehem zum Jesuskind führt. Und als sie diesen neugeborenen König sehen, verneigen sie sich vor ihm, beten ihn an und bringen ihm Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das ist eine schöne Geschichte, die sich sehr gut eignet, um den Kindern zu erzählen oder um ein Krippenspiel aufzuführen. Aber ist es auch mehr als einfach eine schöne Geschichte? Steckt bei diesen Weisen aus dem Morgenland, die Geschenken bringen, auch noch mehr dahinter als ein Geschenkekurierdienst aus dem Osten? Geschenke sind ja etwas Schönes. Meistens jedenfalls. Ich meine, wer erhält nicht gerne Geschenke zu Weihnachten oder zum Geburtstag? Es gibt aber auch Geschenke, die einem nicht so gefallen. Ich mag zum Beispiel Pralinen nicht besonders und wenn ich sie geschenkt bekomme, dann denke ich innerlich schon daran, wem ich sie vielleicht weiter verschenken könnte. Der israelische Satiriker Ephraim Kishon schreibt, dass er unbrauchbare Geschenke sogar systematisch aufbewahrte, um sie dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu verwenden. So kam es aber dann auch schon vor, dass ein Geschenk so oft wieder verschenkt wurde, dass es eine ganze Runde machte und er am Schluss von jemandem sein eigenes Geschenk wiedererhalten hat. Aber auch wenn man ein Geschenk erhält, an dem man vielleicht nicht so Freude daran hat oder es nicht wirklich gut gebrauchen kann, vielleicht schätzt man es ja einfach auch wegen der Geste, auch wenn einem das Geschenk selber nicht unbedingt gefällt. Es gibt aber auch die Geschenke, an denen man wirklich keine Freude hat, weil sie eher ein Trostpreis sind. Man erhält vielleicht ein Geschenk bei einem Abschied einer Arbeitsstelle, von der man entlassen wurde. Das sind dann eher schmerzhafte Geschenke. Oder man erhält ein Geschenk, währenddem der eigene Bruder etwas viel Wertvolleres erhält. So erging es den Söhnen von den Nebenfrauen Abrahams. Im ersten Buch Mose, Kapitel 25, steht nämlich: Und Abraham gab all sein Gut Isaak,
Aber den Söhnen, die er von den Nebenfrauen hatte, gab Abraham Geschenke und schickte sie noch zu Lebzeiten fort von seinem Sohn Isaac nach Osten ins Morgenland. Ist da Osten? Das tut weh. Isaac erhält also das gesamte Erbe von Abraham und die anderen Söhne werden sogar noch fortgeschickt in den Osten ins Morgenland. Das sind die Geschenke, die sie erhalten, ein kleiner Trost, ja, sogar ein Hohn. Das schmerzt sehr fest, wenn ein Vater den einen Sohn mehr liebt und ihm mehr gibt als den anderen. Wie viel Familiendramen gibt es auch noch heute wegen dem? Wie viel verbitterte Erbstreitereien? Streit und Missgunst schmerzen gerade in der eigenen Familie besonders. Die Geschichte von Abraham und seinen Nachkommen tönt also nach einer sehr schwierigen Familiengeschichte. Und das ist sie auch. Wie wir es bereits gehört haben, hat Abraham nebst Sarah noch eine Nebenfrau, Hagar, eine ägyptische Magd. Mit der hat er einen Sohn, nämlich Ismael. Durch ein Wunder von Gott hat Abraham später mit Sarah auch noch einen Sohn, nämlich Isaak. Und dann hat er auch noch eine weitere Nebenfrau, nämlich Ketura. Ihr Name bedeutet übrigens Weihrauch. Und mit ihr, mit Ketura, hat Abraham noch weitere Nachkommen. Unter anderem Midian und von dem stammen die Midianiter ab. Und eben diese Nachkommen Abrahams, die Israeliter, die Ismaeliter und die Midianiter, haben immer wieder Streit miteinander. Im alttestamentlichen Buch der Richter lesen wir zum Beispiel, dass die Midianiter regelmäßig die Israeliter ausraubten. Jedes Mal, wenn die Ernte reif war, kamen diese mühsamen Midianiter und rauben den Israeliten die gesamte Ernte. In dieser Geschichte steht auch, dass die Midianiter Kamele hatten und kleine Halbmonde um den Hals als Schmuck trugen. Ein Familienstreit kann also zu einem Streit unter ganzen Völkern eskalieren. Da könnte man jetzt auch spannende Parallelen zu heute ziehen. Kamel und Halbmonde, Bruderhass, Juden, Christen, Araber, Islam, Nahostkonflikt. Es gibt so viel Unversöhntes, so viele Konflikte und Kriege, gerade leider auch im Namen des Glaubens und der Religion. Ja, und dann auch Isaaks Söhne hatten eine schwierige Beziehung. Jakob, der eine erhält den Segen des Vaters und der andere, Esau, geht leer aus. Aber dann auch Jakobs Söhne haben untereinander mit Neid und Hass zu kämpfen. Im ersten Buch Mose, Kapitel 37, heißt es nämlich: Und Jakobs Söhne sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte, also den Josef, als alle seine anderen Söhne. Und sie hassten ihn und mochten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Und da auch wieder, kennen wir das nicht allzu gut? Familien, Geschwister, die kein freundliches Wort mehr miteinander reden. Ja, und dieser Josef, um den es hier geht, träumt sogar, dass seine Brüder sich vor ihm verneigen werden. Das machte seine Brüder so zornig, dass sie ihn in eine Grube warfen und ihn dann nach Ägypten verkauften. Interessant für uns jetzt ist hier Folgendes. Bei dieser Stelle heißt es nämlich: Indessen hoben sie ihre Augen und sahen eine Karawane von Ismaelitern kommen, von Gilead, mit ihren Kamelen. Die trugen kostbares Harz, Balsam und Myrrhe und zogen hinab nach Ägypten. Da sprach Juda zu seinen Brüdern: Was hilft's uns, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen?
Kommt, lasst uns ihn den Ismaeliten verkaufen, damit sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen. Denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut. Als aber die midianitischen Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus der Grube und verkauften ihn um 20 Silberstücke den Ismaeliten. Die brachten ihn nach Ägypten. Hier kommen sie also wieder vor. Die Ismaeliter und die Midianiter. Sie nehmen Josef auf den Kamelen mit und bringen ihn nach Ägypten. Und sie haben Harz, Balsam und Myrrhe dabei. Harz könnte auch Weihrauch sein, weil Weihrauch ist ein aromatisches Harz. Im griechischen Grundtext steht da auch noch, dass sie Josef mit Gold gekauft haben. Also da hätten wir die drei Schätze, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und auch im Neuen Testament bei der Weihnachtsgeschichte lesen wir von der Karawane, die aus dem Osten kommt mit diesen Geschenken, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und auch hier lesen wir von einem Josef, nämlich dem Verlobten der Maria, der träumt. Etwas vom Wichtigsten, was ich im Theologiestudium gelernt habe, ist, dass man das Neue Testament nur versteht, wenn man das Alte Testament kennt. Die Geschichte von Jesus und von dem, was im Neuen Testament steht, machen nur Sinn, wenn man die Geschichten und Verheißungen des Alten Testaments vor Augen hat. Dort fängt nämlich alles an. Gott erschafft die Welt und auch uns Menschen. Das lesen wir im allerersten Kapitel der Bibel. In den weiteren Kapiteln lesen wir, wie sich die Menschen von Gott entfremden und dann auch untereinander. Streit, Neid, Missgunst, Schuld, Sünde, ja sogar Mord und Totschlag kommt in die gute Schöpfung hinein. Gott gibt in seiner Gnade die Schöpfung aber nicht auf und erwählt ein Volk, eine Familie, um sie zurückzuführen in die Gemeinschaft mit ihm. Durch sie sollen auch alle anderen Völker und Nationen gesegnet werden. Das ist die Geschichte von der Erwählung Abrahams und seiner Familie. Gott erwählt Abraham, damit durch ihn und seine Nachkommen alle Völker der Welt gesegnet werden. Die ganze Geschichte mit diesem Versöhnungsplan Gottes mit der Familie Abrahams ist aber alles andere als einfach. Wir haben es vorhin gehört, auch in dieser Familie Abrahams, in der Gott seinen Versöhnungsplan starten und durchführen möchte, ja sogar in dieser Familie gibt es Streit und Spaltung. Der eine Sohn Isaak wird bevorzugt und erhält das gesamte Erbe und die anderen werden fortgeschickt mit Geschenken ins Morgenland, in den Osten. Der Gott der Bibel lässt sich von dem, was unter uns Menschen schiefläuft, aber nicht abhalten. Im Neuen Testament sagt nämlich Jesus in Matthäus 8, Vers 11, aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Und schon im Alten Testament steht beim Prophet Jesaja die Verheißung, die wir vorhin in der Lesung gehört haben. Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher. Diese alle sind versammelt, kommen zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen. Und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Eva. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Also da haben wir sie wieder. Die Kamele aus Midian, die Midianiter mit ihren Geschenken,
die Gold und Weihrauch bringen. Das ist die Verheißung von Gott schon im Alten Testament. Und das ist in Jesus, in dem Kind in der Krippe zu Bethlehem in Erfüllung gegangen. Die Weisen aus dem Osten, aus dem Morgenland, die Nachkommen von denen, die von Abraham mit Geschenken fortgeschickt wurden, sie kommen wieder zurück und bringen die Geschenke Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gott ist treu und steht zu seinem Wort. Er hat versprochen, dass er durch die Familie und Nachkommenschaft Abrahams seinen Segen zu allen Völkern bringt. Und in Jesus ist das geschehen. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Alle sind eingeladen, ihn als wahren König anzubeten. Egal, ob sie arme Dorfbewohner wie die Hirten auf dem Feld sind oder wohlhabende Weise aus dem städtischen Morgenland. Gehen wir noch mal kurz zurück zu der Jahreslosung. Hagars Geschichte machte keinen Sinn, als sie verzweifelt in der Wüste war. Wie soll Gott seinen Versöhnungsplan durch diese Familie erfüllen? Doch Hagar nannte diesen geheimnisvollen Gott: Du bist ein Gott, der mich sieht. Als sie dann zum zweiten Mal vertrieben wurde, zusammen mit ihrem Sohn Ismael, ging ihr das Wasser aus. Gott versorgte sie und tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Und wir lesen: Gott war mit dem Knaben. Gott hat Hagar und ihren Sohn nicht vergessen. Noch zu ihren Lebzeiten sorgte er für sie und gab ihnen seine Verheißung. Aber dann erst Jahrhunderte später bringt er die Nachkommen Abrahams, die Nachkommen der Israeliter, Ismaeliter und Midianiter wieder zusammen. Trotz allen menschlichen Schwierigkeiten kann Gott seine Pläne zur Vollendung führen. So ist diese Jahreslosung auch ein Wort von Gott an uns. Gott sieht uns und er ist noch nicht fertig mit uns. Auch wenn vielleicht vieles aus menschlicher Sicht hoffnungslos oder unlösbar erscheint. Er wird unsere Geschichte vollenden in seinem Heilsplan durch Jesus Christus. So wie die Weisen aus dem Morgenland dem Stern gefolgt sind, so finden wir auch in ihm das Ziel unseres Lebens. Sie brachten dem neugeborenen König Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold kann man sinnbildlich auch verstehen für das Wertvollste. Wir können Gott unser Wertvollstes geben, unsere Zeit, unser Herz, unsere Liebe. Weihrauch ist ein Sinn für Anbetung. Wir sind eingeladen, Gott als unseren König anzubeten. Und Myrrhe ist ein aromatisches Gummiharz und riecht bitter. Ja, wir können Gott auch das bringen, was schwierig ist in unserem Leben. Unsere Bitterkeit, unsere Unversöhntheit, unsere Schuld, unsere Sünde, unser Neid, unser Streit, unsere Dunkelheit. Er kommt mit seinem Licht und schenkt uns Versöhnung. Er schenkt uns seinen Sohn Jesus Christus und durch ihn können wir zurückkommen in die Gemeinschaft mit Gott und seiner Familie. Versöhnung heißt nicht, dass Unrecht unter den Teppich gewischt wird und verdrängt wird. So im Sinn von, ja, ja, ist schon gut. Nein, Gott ist ein gerechter Gott. Er verschließt seine Augen nicht vor dem Unrecht. Er hat aber auch eine Lösung für unsere Verzweiflung, nämlich einen Erlöser, der uns vergeben und uns heilen kann. Trotz allen Schwierigkeiten hat Gott seine Verheißung an Abraham erfüllt. Er hat Hagar in ihrer Verzweiflung gesehen und einen Weg der Versöhnung geschaffen durch Jesus Christus. So sind wir alle herzlich eingeladen, uns mit Gott versöhnen zu lassen und ihm nachzufolgen, damit Frieden möglich wird zwischen den Völkern und Nationen, aber auch in unseren Familien. Das, was die Weisen aus dem Morgenland bei Jesus gefunden haben, das gilt auch für uns heute. Es ist das Geschenk
der Versöhnung. Amen. Wir beten. Himmlischer Vater, wir kommen mit unseren Sorgen, unseren Nöten und Ängsten zu dir. Danke bist du ein lebendiger Gott, der uns sieht und uns hört. Wir bitten um deine Zuwendung und um Heilung über dem, was zerbrochen ist in unserem Leben. Unsere Beziehungen, unsere Gesundheit, unser Glaube, erneuere du uns durch deinen Heiligen Geist, schenke du uns deinen Frieden. Bitte segne du alle Menschen, die krank und im Spital sind. Segne du auch alle, die in der Pflege arbeiten und schenke du Entlastung. Bitte segne du alle Menschen, die einsam sind in diesen Tagen, und schenke du deine Gegenwart und Nähe. Bitte segne du alle, die nicht mehr weitersehen, und schenke du neue Hoffnung. Bitte hilf du unserem Land, unseren Politikern, unseren Kirchen, Gemeinschaften und Familien, und schenke du Versöhnung. Wir bitten dich für alle, die auf der Flucht sind und keine Heimat haben. Wir bitten dich für alle, die ihren Glauben nicht frei praktizieren können und Angst vor Verfolgung haben. Wir bitten dich speziell für die verfolgte Kirche in Nordkorea, China,
im Nahen Osten und an anderen Orten. Bitte schenke du Befreiung und komm mit deinem Friedensreich. Komm du in unsere Dunkelheit mit deinem Licht. In einem Moment der Stille legen wir unsere persönlichen Anliegen vor dich. So beten wir in den Worten, die dein Sohn Jesus Christus uns geschenkt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen zusammen das Lied 704, Meine Hoffnung und meine Freude, Deutsch und Französisch. Wenn es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Lied 704, Meine Hoffnung und meine Freude. Ich komme zu den Mitteilungen. Nächsten Sonntag findet hier in der Kirche um 10 Uhr wieder Gottesdienst statt mit der Pfarrerin Madeleine Koch. Es gibt eine Gebetswoche im Rahmen der Allianz-Gebetswoche und da habt ihr die Möglichkeit, euch einzutragen für das Gebet. Die Liste ist da auf einem Karton.
die, die möchten, können sich hier eintragen in den Plan, damit wir alle zusammen als Gemeinden beten können. Ich danke herzlich für die Kollekte vom letzten Sonntag. Die Kollekten waren vom Synodalrat bestimmt für das HEX, für das Hilfswerk der Evangelischen Kirche der Schweiz im Kongo und für Unterstützung für abgewiesene Asylsuchende, die nicht in ihre Heimat zurückgehen können. An Heiligabend wurden 592 Franken gespendet und an Weihnachten 549. Vielen Dank für eure Großzügigkeit. Jetzt freue ich mich, dass meine Verlobte Rebecca euch die heutige Kollekte ankündigt. Sie war in den Philippinen und wird uns etwas darüber erzählen. Ja, vielen Dank, dass ich heute die Gelegenheit habe, von diesem Hilfsprojekt zu erzählen. Ich war einen Monat in Manila, das ist die Hauptstadt von den Philippinen. Ich bin Pflegefachfrau und habe dort vor allem medizinisch geholfen. Sie arbeiten ganzheitlich unter den Armen dort in den Slums. Sie haben Kinder- und Jugendprogramme, sie bekämpfen Tuberkulose, das ist dort immer noch ein großes Problem. Sie gründen Kirchen und ja, genau, ich war dort für einen Monat. Was mich besonders berührt ist, dass die Mitarbeiter sind alle selber auch in den Slums aufgewachsen und ihnen wurde dann geholfen durch dieses Hilfsprojekt und jetzt arbeiten sie selbst auch dort mit und genau, sind dort in den Slums unterwegs. Ja, und mich hat es sehr berührt, so die Nächstenliebe, die sie leben. Und ja, sie leben wirklich auch selbst unter den Armen und sind ihnen nah. Das ist der Leitvers von diesem Hilfsprojekt. So ist auch der Name entstanden, Down for the Poor. Das heißt Morgendämmerung für die Armen. Vielen Dank für eure Gaben. Vielen Dank, Rebecca, hast du uns das gezeigt. Und das Projekt ist von der OMF, von der Overseas Mission Fellowship. Und die unterstützen eben das Projekt in den Philippinen. Das heißt Bukang Liwayway, Down for the Poor. Genau, vielen Dank für eure Gaben. Jetzt danke ich für alle, die an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Ich danke Albert Schranz für den Sigristendienst und Esther Giger an der Orgel. Vor der Sendung und dem Segen singen wir zusammen das Lied von guten Mächten, und zwar die populäre Version von Siegfried Fietz unter der Nummer 550. Da seht ihr einfach den Text. Das Lied ist leider nicht im Gesangbuch, aber der Text. Wir singen die Strophen 1, 2 und 5 und dazwischen und am Schluss den Refrain, das ist die letzte Strophe. Also vom Lied 550, die populäre Version von Siegfried Fietz, Strophen 1, 2 und 5, dazwischen und am Schluss den Refrain. Zum Lied und zum anschließenden Segen können die können aufstehen. Thank you.
Ich segne euch im Namen des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs. An seinem Segen ist alles gelegen. Er ist ein Gott, der uns sieht und seine Verheißungen erfüllt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Ah, super. Ja, ja. Einfach nicht, dass wir es vergessen.